Leute, mein Name ist Lime Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich Erkenne den Arzt. Das haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht. Wir haben das Ganze jetzt umgesetzt. Ganz, ganz wichtig, Freunde, am 6.11. kommt eine komplett geisteskranke, riesige Kollektion von Sidejeans online. Also, was dort an den Start gebracht worden ist, ist wirklich komplett crazy. Also, ich habe die Kollektion gesehen und es sind so viele Pieces dabei. Es sind so viele krasse Sachen dabei. Also, ich muss echt sagen, ich freue mich richtig krass drauf. Wie gesagt, am 6.11. um 18 Uhr kommt das Ganze online. Ihr könnt jetzt schon Sidejeans auf Instagram folgen. Dort werdet ihr dann nach und nach die ersten Pieces sehen. Ganz wichtig, Freunde, es wäre wirklich sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet, damit ihr in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Wir haben noch sehr, sehr viel geplant, Freunde. Also vertraut mir, es kommen noch so krasse Sachen auf euch zu. Wenn ihr wissen wollt, was alles auf euch zukommt, folgt mir einmal auf Instagram. Nahimsky heiße ich da. Wie gesagt, also wir haben so viel geplant, es ist komplett utopisch. Also manchmal komme ich selbst nicht ganz drauf klar. Aber, Freunde, wie ihr wisst, das Ganze mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen soll, den echten Arzt zu erkennen. Ich würde sagen, wir starten gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Jury einmal bitte rein! Du hast Hunger oder was? Geil. Setzt euch, Jungs, setzt euch. Sonst, Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Bruder, wie geht's dir? Bro, mir geht's top. Du siehst so gut aus. Bruder, du siehst gut aus. Vor allem in dieser Side-Jeans-Hose. Ja, yeah, siehst du? Bruder, ich weiß, was gut ist, Cousin. Side-Jeans. Bruder, bald kommt eine neue Kollektion, hast du mir gesagt. Ja, am 6.11., Bro. 6.11., stimmt. Ja. Hm, schreib ich mir auf. Und wie geht's dir, Evadio? Also ich habe kein Kompliment bekommen, dass ich schön aussehe. Du siehst unnormal sexy aus. Nur das Problem ist, du hast halt kein Side-Jeans-Outfit an, weißt du? Ja, tut mir leid. Kommt noch. Ich muss noch zuschicken. Okay. Um was geht's heute dahin? Wir drehen heute Erkenne den Arzt. Arzt? Mhm. Pah! Habt ihr gute Fragen im Kopf? Ja, extrem sogar. Ich kann Latein. Er? Trau mir, Bruder. Das wird tricky, aber es wird trotzdem tricky, ne? Das kriegen wir hin, Bruder. Ich sag nur medizinische Fach. Was sagst du? Das ist meine Corona-Impfung. Ey, du hast so früh rausgeholt, Mann. Ich hatte so gute Ideen damit, ne? Weil ich stell dich zur Seite. Also ich hab dich mitgebracht, ne? Weil ich finde eine sehr gute Frage. Ich hieß mir jetzt auf. Wäre eine geile Überraschung geworden, aber ist okay. Kommt noch gut. Alright. Ey, ich bin richtig gespannt. Das heißt, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht was rum, oder? Sondern bitten die Teilnehmer. Einmal bitte rein! Spannend, Jungs. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Oder ich hätte ein bisschen was anderes erwartet. Das Ding ist, hinten links sieht für mich schon aus wie ein Arzt. So. Der ist so schön, der muss Arzt sein. Ich denke, hier vorne links ist ein bisschen zu jung vielleicht. Ja. In Mitte ist auch vielleicht ein bisschen zu jung. Mitte kann ich mir auch nicht vorstellen. Rechts ist Kindergartenbetreuerin. Und hinten links ist Chirurg vielleicht. Aber wir dürfen noch nicht vorverurteilen, weil sehr oft lagen wir schon falsch, dann weißt du? Dann lagen wir falsch, genau. Vielleicht auch eine Falle, weißt du? Das kann auch sein. Deswegen würde ich sagen, schnappen wir gar nicht groß rum, dann kann sich die erste vorne rechts schon mal vorstellen. Ja, ich bin Manal, ich bin 40 Jahre alt und ich bin Assistenzärztin der Chirurgie. Krank. Wo? In Achim, in der Allerweser-Klinik. Und wie lange machst du das schon? Ich habe 2019 bin ich fertig, also seit 3 Jahren. Ich habe so die Corona-Zeit so richtig mitgenommen. Wie lange hast du studiert? 6 Jahre. Sie hat sich vorbereitet. Ja, das stimmt. Was musstest du für einen NC haben, um das zu studieren? Ich hatte nicht so ein gutes. Ich hatte nur 1,8, aber war auch lange auf der Warteliste. Aber ich habe es dann doch noch geschafft. Und wie lange warst du auf der Warteliste? Fast 3 Jahre. Und was hast du in 3 Jahren gemacht? Was anderes gearbeitet. Und was genau? Krankenschwester. Ah. Vielleicht bist du auch jetzt noch Krankenschwester. Vielleicht, weißt du ja nicht. Krankenschwester also. Eine komische Frage, aber wie heißt denn Ihr Chef? Dr. Ebel, also ist unser Chefarzt. Ja, und dann gibt es ganz viele Oberärzte, Assistenzärzte gibt es auch an Mass. Erzähl mal ein bisschen von der Chirurgie so. Keine Ahnung, was willst du denn wissen? Alles, erzähl. Also eigentlich bin ich ja auch hier so ein bisschen, um Statement zu setzen, um auch vor allen Dingen auch zu setzen, dass auch Frauen mit Migrationshintergrund und vor allen Dingen mit dem Hijab auch Ärzte werden können. Richtig. Das ist vielleicht auch ein schwererer Weg als vielleicht für jemand anders. Ich habe ja auch erst die große Runde drehen müssen, bis ich dazu gekommen bin.
Kittel. Okay, krass, ja, erzähl mal. Ich gehe zur Arbeit, ich ziehe meinen Kittel an, dann gehe ich auf Station. Meistens hast du erstmal eine Morgenrunde mit den Chefärzten, Oberärzten, gehst auf die Station, machst Visiten. Danach arbeitest du Visiten aus. Danach gibt es auch OPs. Du stehst auch oft im OP, assistierst den Oberärzten, den Chefärzten bei bestimmten OPs. Dann hast du Stationsarbeit, du bist manchmal auch in der Aufnahme. Also, es wird ja meistens immer morgens aufgeteilt, wer wo ist. Nee, die Frau ist gut. Die ist sehr schlecht. Gut. Aber das ist auch alles Wissen, was du als Krankenschwester haben könntest, ne? Ich bin überzeugt. Was verdienst du denn so als Arzt? Ja, darf man das so sagen? Klar. Ich hoffe. Ich bin ja nur Assistenzärzte, was heißt nur, ne? Aber so um die 5.000. Was? Ja. Was heißt um die 5.000? Das unterscheidet sich auch, wo du arbeitest. Ob du im staatlichen Krankenhaus arbeitest oder ob jetzt zum Beispiel ein kirchlich gefördertes Krankenhaus ist. Und wo arbeitest du? Das ist ein ganz normales Krankenhaus. Das ist kein kirchliches oder so. Okay. Also ich würde sagen, schon mal gut. Ich habe noch ein paar Fragen, aber ich heb die mir noch ein bisschen auf. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Nächsten bitte weiter. Ich bin Steven, ich komme aus Hamburg. Hamburg? Hm? Ich finde Hamburg geil, deswegen. Achso. Ich komme aus Hamburg, habe aber in Hannover studiert. Wo in Hannover? An der MHH. Okay. Warte, wie alt bist du? 24. Warte. 24? Aber dazu muss man aber auch sagen, ich werde jetzt am 9. Oktober 25, also hab da Geburtstag. Aber im Moment, das ist doch gar nicht möglich, oder? Bruder, der hat nicht mal erzählt, was er studiert hat. Was bist du, Tierarzt oder Dr. Bibberarzt? Nein, also ich habe ja erstmal jetzt an der MHH habe ich jetzt ja Humanmedizin studiert, also den ganz normalen, sag ich mal, Hausarzt so gesehen. Mache jetzt mein Assistenzjahr, also mein Assistenzarzt am UKSH in Lübeck, also Universitätsklinikum. Okay, krass. Also man kann es schaffen, man muss halt wirklich perfekt durchlaufen durch die Schule und alles, also. Aber musst du danach nicht noch irgendeine Ausbildung machen oder so? Ich kann ja meinen Werdegang mal erzählen. Ich bin mit 6 eingeschult worden. Das ist ja dann auch nochmal Vorteil. Ist nicht jeder mit 6 eingeschult? Naja, oh, 6 oder 7. Es ist, ich wurde mit 10 eingeschult, Mann. Ich habe dann ja mit 17 mein Abi abgeschlossen. Also es ist halt, wenn du wirklich durchrusht. Also das ist halt. Was hast du denn für einen Durchschnitt gehabt im Abi? 1, 2. Tschüss. Mit 17 hast du dein Abi abgeschlossen. Wann hast du Geburtstag? Einmal noch am 9.10.97. Also habe ich noch gar nicht gesagt. 9.10.97. Und wann hast du dein Abitur gemacht? Welches Jahr war das? 2014. Und du bist jetzt schon Arzt? Ich habe die Staatsexamensprüfungen durch. Nicht hin. Aber bist du Arzt oder bist du kein Arzt? Sagen wir so, ich habe das Recht, mich Arzt nennen zu dürfen, aber habe halt noch keine Fachrichtung spezialisiert. Also ich. Aber das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal das Wissen, oder? Genau, also ich habe jetzt keine. Dann habe ich mal ein paar Fragen an dich, weil ich fliege jetzt bald nach Ghana. Da haben wir auch ein sehr, sehr nice Projekt übrigens. Das kommt bald. Ey, das wird anders crazy. Krank. Das wird wirklich sehr, sehr crazy. Und das Ding ist, ich musste mich dafür gegen Gelbfieber impfen lassen. Wie ist das? Kannst du das theoretisch auch bei mir machen? Oder? Ein Arzt impft dich ja meistens nicht. Also sind ja, ich mach auch in Rewe manchmal. Oder Hauptbahnhof mach ich auch manchmal. Ja, bei euch in Frankfurt machen wir es wahrscheinlich. Nein, so ist es halt meistens, weil wir Ärzte haben halt nicht so viel Zeit, wenn wir jetzt jeden einzelnen, also so ist es zum Beispiel im Krankenhaus, wenn da zum Beispiel Leute kommen und die noch nicht gegen Wundstarrkrampf geimpft sind, also gegen Tetanus oder halt ihr Schutz abgelaufen ist. Ich meine speziell Gelbfieber. Also kann ich das bei dir machen oder nicht? Boah, das wüsste ich gerade so speziell auf spontan nicht. Das müsstest du aber als Arzt wissen, weil das weißt naja, du nicht. Naja, ich habe halt eine komplett andere Fachrichtung, also was halt, ich habe ja noch keine Fachrichtung, aber ich gehe momentan in einer komplett anderen Fachrichtung. In welche? Ich gehe in die Richtung Notfallmedizin, da bin ich nicht so bewandt mit den aktuellen Impfungen, also... Das ist keine aktuelle Impfung. Aber das Ding ist an sich, also ich meine, ich weiß es ja jetzt sogar schon und als Arzt müsste man es eigentlich wissen. Ja, easy. Arzt ist ja, oder beziehungsweise allgemein, Medizin ist ja ein sehr, sehr großes Thema, also du kannst halt nicht alles abdecken. Erklär mir, was ist die Neurologie? Neurologie befasst sich mit den Nerven, beziehungsweise mit Nervenkrankheiten des Körpers. Hat er dich aber genommen hier, ne? Wie heißt der Arzt für die Lunge? Er weiß es nicht. Nein, wär ich raus. Aber das ist ja nicht sein spezielles Fachgebiet. Es ist nicht sein Fachgebiet, hallo. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dank dir erstmal, dann machen wir mit der nächsten weiter. Ich heiße Marit, ich bin 25 und ich habe jetzt im 1. August mein 3. Staatsexamen abgelegt. Das heißt, ich bin jetzt approbierte Ärztin. Was war das letzte? Das heißt, ich bin jetzt approbierte Ärztin. Also man braucht das 3. Staatsexamen, um die Approbation zu machen. Auf was ein spezielles Themengebiet? Ich habe halt Humanmedizin studiert. Mhm. Das heißt, ich bin Ärztin erstmal. Und danach macht man ja eine Facharztausbildung. Und die beginnt bei mir auch am 1. Oktober. Und ich habe mich halt dafür entschieden, das beim Hausarzt zu machen, also in der Allgemeinmedizin. Erzähl mal, was lernt man so in seinem Medizinstudium eigentlich? Also wir haben ja erst die Vorklinik, also die ersten 4 Semester.
Semester. Da ist halt alles Mögliche. Anatomie viel, Physiologie, Physik auch. Latein. Auch Chemie. Ja, das ist Terminologie. Das ist halt sehr viel auswendig lernen. Es ist auch eigentlich eher so ein Bulimie-Lernen, weil man lernt halt relativ viel auf einmal. Und dann, ja, eine Woche vor einer Klausur muss man halt durchgehend halt pauken. Und dann hat man die Klausur und dann vergisst man das meiste eigentlich relativ schnell wieder. Und das hast du alles in deiner Krankenschwester-Ausbildung gelernt? Ich bin keine Krankenschwester. Boah, Junge. Das war knapp. Chill. In welche Richtung möchtest du denn gehen? Habe ich schon mal gesagt. Ich möchte Hausärztin. Du möchtest Hausarzt okay. werden? Ich kann das ja noch mal ein bisschen für euch erklären. Nachdem man Humanmedizin studiert hat, das ist halt, das muss jeder Arzt machen. Danach kann man halt sich dazu entscheiden, du hast ja vorhin gefragt, Neurologie oder Pneumologie. Du kannst halt, wenn du Lungenarzt werden möchtest, kannst du halt in die Fachrichtung gehen. Wenn du Neurologe werden möchtest, gehst du halt in die Richtung. Digga, die ist stark. Die ist echt stark. Ey, die hat mich. Krankenhaus. Wie heißt der Bereich, wo die Toten hingebracht werden? Meinst du die Leichenhalle, oder? Genau. Ich gebe dir einen Tipp, der fängt mit P an. Wenn du es nicht weißt, die Pathologie. Stimmt, das ist richtig. Aber habt ihr gemerkt, wie sie so ein bisschen gezuckt hat? Vielleicht studiert sie es ja gerade so im ersten Jahr oder so. Kann ja auch sein, ne? Was für 25. Ja, aber kann ja sein, dass du die ganze Zeit was anderes gemacht hast. Vielleicht hast du Jura studiert, hat dir nicht gefallen. Und hast du schon praktische Erfahrungen gehabt bei Patienten zum Beispiel? Also wir haben erst das erste Staatsexamen, dann das zweite und danach hat man das praktische Jahr. Und danach macht man das dritte Staatsexamen. Das praktische Jahr ist halt in einem Klinikum gewesen, tatsächlich, ja. Hast du zum Beispiel was gespritzt schon oder was gemacht? Ja, klar. Okay, und ich habe eine Frage. Also ich habe hier so eine provisorische Spritze. Ne? Wenn du mich jetzt spritzen wollen müsstest, ne? Ja. Wohin würdest du spritzen, in meinen Arm hier? Soll ich dir das zeigen, oder? Das ist gut. Okay. Also du hast ja, also es ist schon schön, dass du deinen Arm da so hingelegt hast. Genau. Ich würde halt erstmal ein Schlauchband drum machen, damit es halt angestaut wird. Dann, wenn ich da noch keine Vene sehe, würde ich darum bitten, deine Hand, also eine Faust zu machen. Ja, dann würde ich halt die Spritze nehmen, die hat ja meistens eine Öffnung. Die würde ich halt circa so ein 30, also natürlich, sorry, ich würde Handschuhe tragen, ich würde erst desinfizieren, 50 Sekunden circa warten. Und dann würde ich halt so in einer 30 Grad Winkel ungefähr einstechen. Und sobald ich weiß, dass ich durchgestochen habe, ein bisschen abflachen und dann halt reindrücken. Also das kommt halt auch mal drauf an. Wir hatten auch schon mal einen Fall, also das dauert tatsächlich ich daran schuld, dass ich keine Vene gefunden habe und dann hat das so zum Problem geführt, also ich habe halt falsch reingestochen. Dann spritzt uns nichts, ne? Und das tut echt für den Patienten brutal weh. Ja, das kann sich ja übersäuern, wenn du halt was falsch machst, ne? Ich sag Safe Call, Krankenschwester. Man kann dafür einen speziellen Spezialisten holen, wenn man nichts findet. Medizinische Fachangestellte. Ey, die Frau ist so gut, ne? Die ist sehr gut, sehr gut. Aber ich denke, medizinische Fachangestellte. Deswegen müssen wir jetzt so diese typischen Arztfragen stellen. Ja, ja. Ey, das ist echt schwer gerade. Also ich muss sagen, als Patient habe ich mich bei dem in der Mitte jetzt gar nicht wohl gefühlt. Nein, so, also, Bruder. Ich habe eine Frage gestellt, ich fliege nach Ghana und habe gar keine Ahnung. Ey, bei ihm würde ich gern wohnen. Wie ist das, wenn ich jetzt Gelbfieber spritzen lassen will? Kann ich das bei dir machen? Also jetzt, wo ich fertig studiert bin, kannst du es bei mir machen lassen. Ich arbeite ja noch in keinem Krankenhaus. Also ich kann theoretisch mit meinem Arztausweis ja in der Apotheke gehen, die Impfung kaufen, die spritzen. Normalerweise macht man das beim Tropenarzt, der ist ja auf sowas vorbereitet. Da ist meistens auch eine Apotheke da, die das alles auch mal da hat. Du müsstest halt, wenn ich das mache, das privat bezahlen, ne, weil ich das ja kaufen muss. Aber ich darf das auch. Scheiße. Auch das mit der Apotheke, weil normalerweise, wenn du keine Ahnung hast, würdest du sagen, ja, das lag mal bei uns. Hat sich brutal gut vorbereitet oder hat wirklich extrem Ahnung? Ich muss da kurz was sagen. Mir ist gerade eingefallen, ich habe die Approbation ja fertig, man muss das beantragen. Ich habe die Urkunde der Approbation noch nicht und damit auch meinen Arztausweis noch nicht. Das heißt, ich kann das noch nicht kaufen in der Apotheke, aber sobald der Arztausweis da ist, der müsste aber in den nächsten Tagen da sein, dürfte ich das halt auch kaufen. Okay. Scheiße. Wie viel Knochen hat ein Mensch? über 200 auf jeden Fall. Das genau kann ich dir nicht sagen. Ungefähr. Das Ding ist, ich möchte mich auch nicht blamieren. Ich habe es ja, also wie gesagt, ich habe es halt, wie viele Jahre ist es schon her, dass ich das gemacht habe? Ich habe es halt fürs Physikum gelernt. Danach habe ich es halt nicht mehr gebraucht. Das sind halt so typische Auswendiglernfragen. Deshalb meine ich auch, wir machen halt einfach nur Bulimie lernen. Ne? Ein Mensch hat 206 Knochen. Ui, hat sie dich auch gehabt. Sie hat gesagt 200. Das ist schon ein bisschen so auswendig gelernt, muss ich sagen. Meinst so du? Aber das Ding ist, jetzt gibt es noch nichts, wo man sagen könnte, okay, raus mit ihr. Ja. Weißt du? Ja, ist schon authentisch, schon Scheiße. Authentisch. Was ist Malaria? Ja, also Malaria ist halt... Wie kann ich das erklären? Ja, Malaria ist eine Infektionskrankheit. Das ist der Begriff Mal und Aria. Also das heißt halt schlechte Luft, weil man davon ausgeht, dass es durch schlechte Luft übertragen wurde. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Das wird durch Anopheles-Mücken übertragen. Und dafür kann sich halt auch, okay, nicht impfen lassen, glaube ich, aber es gibt ja halt prophylaktische Medikamente, die man dafür nehmen kann, wenn man in ein Malaria-Gebiet reist. Oder prophylaktisch und so sogar. Also diese Wörter kenne ich nicht, Cousin. Ich musste kurz nachschlagen, ne? Das ist krank. Ich wäre bei dir in Behandlung, sag ich mal so. Auch also, wenn keine Ärztin wäre. Ich sag dir bis jetzt, Favorit. Ja, safe. Ja, chill. Ich sehe hier einen hübschen Mann, da kommt noch was. Ja. Dann dank dir erstmal, dann machen wir mit der hinten rechts aber weiter.
Ich bin Paulina, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Zahnärztin. Ich kann euch ein bisschen meinen Werdegang erzählen. Ich bin mit 17 vom Gymnasium runtergegangen, mit einem sehr schlechten Realschulabschluss, bin dann quasi, habe mich überall beworben als ZFA, MFA und so weiter. Wurde dann als ZFA angenommen in einer Praxis. Ich komme ursprünglich nicht aus Hannover, wohne eigentlich in der Nähe von Bremerhaven. Ich wollte eigentlich nach 4 Wochen abbrechen, weil es mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat. Habe es dann durchgezogen, habe 2 Jahre gemacht, habe ein Jahr ausgelassen, weil ich konnte halt verkürzen, genau. Dann habe ich gedacht, ich möchte was anderes, also was heißt was anderes machen. Ich wollte auf der anderen Seite stehen, habe dann mein Fachabi nachgeholt und wurde dann quasi nach dem Fachabi direkt hier in der MH angenommen als Zahnmedizinerin. Habe 5 Jahre studiert und mache seit Januar meine Assistenzzeit. Okay, Digga, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube eher, du bist Zahnarzthelferin. Also ich habe es gemacht, also ich habe die abgeschlossene Ausbildung, aber ich habe mein Fachabi danach geholt und habe Zahnmedizin studiert. Ich glaube, du machst es immer noch. Aber jetzt bist du Zahnärztin. Also das Ding ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Humanmedizin und Zahnmedizin ist halt so, oder allgemein, sagen wir mal mit den Studiengängen. Also wenn man sich für ein Studium normalerweise bewerben möchte, musst du dich bei der Uni bewerben. Bei Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie ist es so, dass du dich über Hochschulstart bewirbst und die suchen dann halt die Leute aus, wie es halt bei mir halt dann auch war. Ich bin durch das Auswahlverfahren reingekommen. Bei den Humanis ist es auch so, die studieren 6 Jahre und machen dann ihre Fachausbildung. Das dauert ungefähr 2 bis 5 Jahre. Bei Zahnmedizinern ist das so, du studierst 5 Jahre und machst 2 Jahre deine Assistenzzeit, die ich jetzt quasi gerade mache. Die dauert 2 Jahre, dann machst du deine, also in der Zeit, in der du deine Assistenzzeit machst, bekommst du danach die Kassenzulassung, damit du Kassenpatienten behandeln kannst. Ohne diese Kassenzulassung kannst du nur Privatpatienten behandeln und das mache ich gerade. Das ist gut, Alter. Shit. Aber du bist Angestellte, ne? Wie, als Assistenzärztin? Ja. Ja. Okay, und was für einen Abschluss hattest du, wo du runtergegangen bist? Normalerweise ist es halt so, dass Abiturienten direkt nach dem Abi Zahnmedizin oder Medizin studieren. Die brauchen ein gutes Abi von 1,0 oder, keine Ahnung, 1,6 mit Wartezeit. Ich hatte halt so einen guten Ausbildungsabschluss, dass ich halt nur Fachabi gebraucht habe. Ich habe mein Fachabi mit meiner Ausbildung, habe ich mich dort beworben. Und da haben die mich auch genommen. Weißt du, das Problem ist bei Zahnarzthelferinnen oder Zahnärztinnen? Oder die Zahnarzthelferin wissen meistens sogar mehr als die Zahnärzte selber. Das ist über Krankenschwestern. Also bei den Zahnmedizinern ist es halt auch so, das ist das teuerste Studium in ganz Deutschland, weil wir Zahnmediziner brauchen halt auch das Eigenkapital von 15.000 Euro mindestens, plus dann die Gebühren, die man halbjährlich zahlt. Weil wir müssen zum Beispiel den Mikromotor, Artikulator und alle Verbrauchsmaterialien, die ein Zahnarzt in der Praxis hat, selber. Oder da kommen so. Wir nicht ran. Doch, ich hab eine Idee. Ja? Mach mal deinen Mund auf. Oh, hör auf, ja, mach auf, bevor du dich erschreckst, mach bei Nachhinein, Cousin. Nein, aber die ist wichtiger. Mach mal mit deinem Mund auf einfach. Sie soll kurz reingucken und sagen, auf was ich soll reingucken. Ja, mach's doch bei dir. Ja, das stimmt viel nicht. Die ist medizinische Angestellte, 100%. Ich habe Zahnmedizin wirklich studiert. Was hältst du von diesen Influencern, die sich so die Zähne so... Das finde ich katastrophal, das geht gar nicht. Also das Ding ist ja auch, also wir beim Zahnarzt, wir würden sowas Ästhetisches niemals machen. Wir machen es nur funktionell. Die ist so gut. Das bedeutet, diese Leute, die das halt auf TikTok machen, zerstören sich die Zähne, also die machen sich die Zähne kaputt, weil nach 20 Jahren muss das eh ausgetauscht werden, weil es halt niemals... Aber wo ist dann der Nachteil? Also, weil man kann es ja wieder austauschen. Ja, weil der Zahn darunter, der geht weiter kaputt. Also der wurde schon so weit beschliffen, dass der kein Zahnschmelz und so, der hat keinen Schutz. Der hat halt nur diesen Schutz durch diesen Brücke, Krone, was auch immer und das ist halt... nicht gut. Okay, wie läuft es mit Privatpatienten bei dir ab? Wir haben verschiedene Kataloge, einmal den Kassenkatalog und einmal den privaten Katalog und die Kassenpatienten werden nach dem Katalog abgerechnet. Ey, die hat euch so im Griff, Jungs. Scheiße. Also ich kann auch zum Beispiel den Unterschied sagen zwischen Humanmediziner und Zahnmediziner im... Nein, also so Fachwissen, Digga, will ich gar nicht mit dir reden. Ich dachte, die Folge wird super easy, ne? Ich auch, Digga, Mann. Aber das ist halt auch der... bin, weil ich halt auch sehr gerne in eine Schublade gesteckt werde und dieses Schubladendenken wollte ich ein bisschen zeigen. Ich bin tätowiert, ich schminke mich gerne, werde direkt als Puppe abgestempelt und dumm und keine Ahnung was, aber eigentlich steckt da halt viel mehr da drin als nur das Aussehen. Aber was war der schwerste Fall, den du nicht mal hattest, wo du irgendwie die Zähne vielleicht rausnehmen musstest sogar oder sonst was? Also am schwersten sind halt wirklich die Achter zu ziehen. Das sind die Weisheitszähne, wenn der so tief verankert ist, dass Achter wir... Achter zu ziehen, ey, oh mein Gott, Alter. Das war richtig geil. Ey, Junge. Das ist ein guter, gutes Ding. Was für Achter zu ziehen? Bei Weisheitszähnen zum Beispiel im Oberkiefer ist es halt auch, dass man schnell die Kieferhöhle öffnen kann. Das ist halt auch nicht so gut, da muss man das auch zunähen und da hatten wir echt schon viele Fälle, wo es halt... Also weißt du, was bei ihr der Fall ist? Sie ist entweder Zahnarzthelferin oder Ärztin. Ja. Und ich glaube halt mit so Fachwissen, so wenn ich sie jetzt fragen würde, was deine Wurzelbehandlung, das könnte ja aus dem FF, weißt du? Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Du bist ja Zahnärztin. Ja. Was verdienst du da gerade? Also als Assistenzärztin verdienst du nicht viel, 2000 netto.
Das ist wirklich nicht viel. Verdienst fast so viel wie eine ZFA. Was verdienst du später? Also es kommt auf viele Faktoren an. Wenn du zum Beispiel eine Fachausbildung später danach machst für Implantate, da verdienst du am besten. Das sind die ganzen Privatpatienten. So, du verdienst ja doppelt. Einmal durch die Privatpatienten und durch die Kassenpatienten. Durch die Kassen wirst du ja quasi jedes Quartal abgerechnet und die Privatpatienten, die bezahlen dich ja quasi nach jeder Behandlung. Da ist es eigentlich, kommt halt auf die Behandlung an. Du musst ja als Zahnarzt auch eine spezielle Steuer entrichten. Steuer? Ja. Damit habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Nee, aber du musst ja als Zahnärztin, gibt ja eine spezielle... Aber ich habe ja einen Steuerberater, der alles für mich macht, deswegen... Das, ja, wir haben sie hintereinander. Wie, Steuerberater als Angestellte? Hä? Hä, natürlich, jeder hat einen Steuerberater. Also bei 2000 netto Steuerberater? Wofür brauchst du einen Steuerberater? Allgemein. Der Arbeitgeber entführt... Ja genau, der zieht das ja ab, dann kriegst du ja das jetzt... Ja, aber für meine ganzen, wie heißt das, diese Steuererklärung und so weiter. Wie Steuer... Du kannst als Studentin ja schon die quasi einen Steuererklärer holen, weil du als Studentin ja auch Steuererklärung machen kannst. Ja, sagen wir so, das wirkt alles sehr, 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 sehr gut, aber das Ende hat zum Wackeln das Gerüst gebracht. Da hast du bei einer Zahnärztin gut gebohrt. Okay, aber ey, ich muss echt sagen, ich bin überrascht. Ich bin auch überrascht. Also ich dachte erstmal so, ja, ist klar, ne? Aber jetzt, das ist jetzt, jetzt wird's tricky. Der in der Mitte ist es. Okay, dann machen wir mit dem letzten weiter. Mahlzeit. Ich bin David, 25 Jahre alt und ich habe Dezember letzten Jahres mein drittes Staatsexamen gemacht und bin jetzt Assistenzarzt und in der Facharztausbildung auch zum Allgemeinmedizin, also Hausarzt. Herr Doktor, ich habe Bluthochdruck. Ja? In der Bluthochdrucktabelle zwischen 20 und 50 ja, Jahren. Was ist der normale Durchschnittsblutdruck? Über 130 bis 140 ist hochnormal und ab 140 systolisch, also der erste Wert, ist dann Hypertonie Grad 1, Bruder, also Bluthochdruck. Aber man muss immer dazu sagen, ein einzelner Wert reicht ja nicht aus, um sowas zu diagnostizieren. Da muss man immer mindestens 3 Werte machen oder ein Langzeitblutdruck. Du bist es, Cousin, du bist es. Ja, tschüss. Jetzt kommt eine Profifrage an dich. Hau raus. Was heißt Schädel auf Lateinisch? Kranium. Es heißt Kranium, Bruder. Ja, ich hab noch eine Geheimwaffe, falls ihr wollt, ne? Erzähl. Hau deine Geheimwaffe raus. Man wusste. Aber gut vorbereitet, finde ich gut, finde ich gut. Nur ein Arzt könnte die 2 Fragen beantworten, wirklich. Also, es gibt ja Abkürzungen beim Doktor, so, ne? Was heißt denn M.E.D? M.E.D? Also hier siehst du die Abkürzung? Ja, 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 ja. Meine Schrift ist furchtbar, ne? Nee, ich seh's. Plötzlich die Kamera zeigen, die Schrift ist so schlimm. Ja, was hast du für eine Schrift, Alter? Muss ich tatsächlich passen, fällt mir jetzt nicht ein. Okay, das heißt Doktorgrad der Medizin halt einfach. Ja gut, aber das ist MED Punkt. Also nichts dazwischen Punkt. Boah, er hat recht, das war nur eine Falle und das Punkt ist nicht hier. Genommen, Cousin. Er hat schon auseinander genommen, Bruder, 1-0. Okay, aber einen habe ich noch, den muss man eigentlich der Arzt alles wissen. Diesmal ist es A Punkt, I Punkt und dann einfach ein P. Arzt im Praktikum. Nee, das heißt Upright ist pleite. Das war nur eine Falle, um zu gucken. Aber wer hat denn Antwort? Aber guck mal, er hatte irgendwas, also... Er hat Schädel auf Lateinisch gewusst, Cousin. Ja, chill. Was mich jetzt mal interessiert, weil ich hatte auch mal... Ich trinke sehr, sehr viel Energy, was echt nicht gut ist. Ich hatte eine Zeit lang wirklich Bluthochdruck, ne? Ich hab richtig Bluthochdruck. Ja? Ich auch. Ich weiß, woran sie vielleicht auch ein bisschen Stress oder so kann sein. Was passiert denn, wenn ich so über 3-4 Jahre durchschnittlich Bluthochdruck habe? Was kann da passieren? Also, der Bluthochdruck ist ein kardiovaskulärer Risikofaktor. Es schädigt Herz und Gefäße. Und dann kann es im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt kommen oder zum Schlaganfall. Dadurch, dass die Gefäße durch den Bluthochdruck quasi dauerhaft verletzt werden, da lagert sich dann Sachen ab. Wenn du zum Beispiel auch hohe Blutfette hast, wie Cholesterin, das lagert sich dann ab. Und wenn sich so eine Ablagerung quasi löst, dann kann es zum Herzinfarkt kommen oder halt auch zum Schlaganfall. Auch ich jetzt mit 23 Jahren kann schon Herz. Ja, das kann tatsächlich sein. Okay, ist zwar gut, ne? Aber er ist ja erst 25 und trotzdem so weit. Es kann auch sein, dass er einfach Medizin studiert gerade. Das kann natürlich auch sein. Welchen Abschluss hattest du denn? Also Abitur, hast Abitur gemacht, hast du, glaube ich, gesagt? Tatsächlich habe ich in England bin ich zur Schule gegangen und da habe ich IB gemacht. International Baccalaureate heißt das. Das wird dann umgerechnet ins Abi, aber ja. How was your Zeugnis? Soll ich sagen? Sag ich nicht. Nee, 1-0 tatsächlich, ja. Krass. Sonst wird es bei der Medizin auch ein bisschen schwierig mittlerweile. Und du bist jetzt schon Arzt und verdienst damit Geld? Richtig. Was verdienst du denn so? Ich mache ja Allgemeinmedizin und da wird man gefördert von der Kassenärztlichen Vereinigung und da kriegt man quasi 5.000
Also normal Assistenzarztgehalt ist etwas niedriger, ich glaube 4,8 nach Tarifvertrag, aber die KV übernimmt quasi alles und der Arbeitgeber muss nur noch irgendwelche Beiträge bezahlen und ich krieg 5.000 brutto. Brutto, was kriegst du ausgezahlt? Circa 3.000. Wenn er mal Arzt war, er macht jetzt einen anderen Beruf vielleicht, zählt es dann trotzdem, dass er der Arzt ist? Cousin, er ist 25. Was ja, was weiß ich, der ist ein Überflieger. Der war doch nicht Astronaut schon. Der war ich doch nicht. Nein, nein. Ihr fragt so viel Fachwissen, die müssen auf eine andere Frage. Ja, wir müssen andere Fragen halt stellen, weil Fachwissen hat er, da können wir ihm nichts vormachen. Der hat mich fertig gemacht, mein Zelt, der war nichts wert. Wollen wir denn erstmal schauen, wen wir jetzt als erstes rausboten? Ja, ja, ja. Also, ich glaube, es wird sehr schwer jetzt, ja, den ich ersten guck, ich weiß auch gar nicht, wer es sein könnte. Ich glaube, es ist der da. Ja, also, Mitte brauchen wir. Hast du noch was zu deiner Verteidigung zu sagen, dass wir dich jetzt rausboten? Ich bin Arzt. Was soll ich dazu groß sagen? Also im Endeffekt ist es ja dann, ihr werdet es ja am Ende sehen, ob ihr dann richtig gelegen habt damit oder nicht. Ich lege das mal in die Schicksalshände, ob das jetzt am Ende richtig ist oder nicht. Die Endsprache war gut, die war gut, die Endsprache. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja, ja, wir sind uns einig. Ja, okay. Dann dank dir, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. So. Wen würdet ihr denn als nächstes rauswählen? Ach ja, direkt raus. Ah, direkt? Ja, also, oder wen befragen wir jetzt erstmal? Ich würde Sie wieder befragen. Wie viele Schichten hat die Haut? Die Epidermis, die, also das sind 3 Schichten. Sag's Fachmann. Ja, ich weiß nicht. Bei dem anderen mehr oder weniger. Aber geile Frage, Mann, geile Frage. Was passiert, wenn du im OP eine Arterie triffst? Was machst du? Naja, wahrscheinlich stehe ich ja unter der Fittiche von dem Arzt, der operiert. Wahrscheinlich muss ich dann die Arterie abklemmen oder halt mit den Kompressen auftupfen, das Blut, ne? Macht das nicht eine Krankenschwester? Nein, das macht keine Krankenschwester. Ich habe eine Frage, ich habe hier eine Narbe. Vielleicht kannst du die, sie kannst auch näher kommen gerne, wenn du siehst. Siehst du hier die Narbe am Hals? Was genau war das? Also was ist hier passiert? Wahrscheinlich hast du dann Tracheostoma gehabt oder eine Schilddrüsenoperation. Ah. Ja, eine Tracheostoma ist ja so ein künstlicher Luftröhreneinschnitt, also da, wodurch man anatmen kann. Oder die Schilddrüsenoperation wurde entfernt. Ja, okay. Was war's? Von Lymphom eigentlich nur. Proben genommen, sagen wir mal so. Ich sag, sie babbelt nicht. Also sie sagt auf jeden Fall Wahrheit. Ja. Aber? Aber sie ist Krankenschwester. Nein, bin ich nicht mehr. Also ich habe 2001 mit meiner Krankenschwesterlehrerausbildung angefangen, habe 2004 ausgelernt und dann habe ich auch in dem Beruf, habe ich mich auch dann erst beworben zur Medizin. Man hat mich nicht genommen sofort und habe ich gedacht, naja, wenn ich keine Ärztin werden kann, dann wäre ich nur halbe Ärztin. Und habe dann bis 2004 mein Examen gemacht, habe dann nur 5 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und 2009 habe ich mit meinem Studium angefangen und 2013 habe ich mit dem Studium angefangen und 2019 bin ich fertig geworden. Der Versprechen mit 2009, 4 Jahre würde ich schon wissen. Ja, sie ist nicht schlecht. Ich habe so vom Krafttraining, habe ich hier so, also ich habe hier immer krasse Schmerzen und hier. Ich glaube, dass es ein Schulter-Impingement ist. Was muss ich da machen? Das Wort kenne ich nicht, was du da gesagt hast. Kennst du nicht? Nein, das gibt's auch gar nicht. Hundertprozentig nicht. Na klar gibt's das. Nein, gibt's nicht. Boah, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich schwöre, es gibt es. Also auf jeden Fall nicht in der Medizin. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Schulter-Impingement? Nee, also mir sagt das gar nichts. Also ich weiß, ich kenn's. Bist du der Arzt? Mir sagt das gar nichts, absolut nichts. Als Arzt müsstest du es wissen? Als Ärztin, wenn es das geben würde, würde ich das auf jeden Fall wissen. Vielleicht spricht es auch falsch aus, ich meine. Ich schreib's auf, hat jemand einen... Ich hab einen Zettel. Ich weiß es nicht mal, wie das steht. Ich glaube so. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch falsch geschrieben. Kann auch sein. Also ein Pigment sagt mir jetzt was, aber das Wort sagt mir gar nichts. Könntest du bitte mal nach vorne kommen? Okay, jetzt bin ich mal gespannt hier. Sagen wir mal, hier liegt jetzt ein Mensch, ja? Ja. Warte, nimm noch die Spritze. Nee, die Flasche. Die Flasche, so. Die Flasche. Das ist der Kopf. Du bist gerade am OP-Tisch. Unfallchirurgie, ja? Jemand kommt mit einem Autounfall. Ja. Scheibe hat sein Gesicht kaputt gemacht. Ja. Alles, Knochenbrüche, alles. Okay. Wer ist alles im OP? Der operierende Arzt, Assistenzärzte, die OP-Schwester, Anästhesisten sind im OP, Anästhesiepfleger oder Anästhesieschwestern sind im OP. Vielleicht bist du OP-Schwester. Nein, ich bin Ärztin. Aber man zögert. Wer noch? Ja, und der Patient natürlich. Das ganze Gesicht ist eingedrückt. Also Glas und Ding und alles, der Platz und Unfall halt. Ist da kein Augenarzt mit drin? Naja, im ersten Moment denke ich nicht. Es wäre vielleicht ein Gesichtschirurg, der ist ja auch für sowas zuständig. Aber ne? Kein Augenarzt? Also ich denke nicht, dass ein Augenarzt, aber wenn es ein Unfallchirurgie ist... Wieso denkst du, dann müsstest du es doch wissen. Nein, sage ich ja, weil es ist ja auch von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich, aber definitiv, wenn jetzt zum Beispiel bei uns jetzt einer so kommen würde, wir sind auch von eher... Krankenhaus unterschiedlich? Wir sind auch eher ein kleines Krankenhaus, wo man Transplantationen macht. Zum Beispiel ist das bei uns nicht so, ne? Aber wenn man ein größeres Krankenhaus hat und
da wird operiert, da kommt kein Augenarzt zu. Das glaube ich nicht. Die hat diesen Mutterblick und dieser Mutterblick kann nicht lügen. Weißt du? Und darum kaufe ich ihr die Story nicht ab. Wenn es jetzt ein Augen-OP ist, dann ist ein Augenarzt mit dabei, aber auf der Unfallchirurgie. Also ich, das könnte sogar sein, dass du recht hast. Ich meine... Ich habe recht. Boah. Ich meine, da ist auch ein Augenarzt mit dabei. Nein, definitiv nicht. Ich denke so... Weiß ich nicht, was sagst du? Vorhin hat sie auch gesagt, ich denke nicht, jetzt sagt sie definitiv nicht. Also nein, ich habe zu ihm gesagt, es kann ja auch sein, dass auch eine OP in einer Augenklinik stattfindet. Dann ist ein Augenarzt vorhanden. Aber wenn ich jetzt von der Unfallchirurgie ausgehe, ist definitiv kein Augenarzt dabei. Wir haben ja vorhin von dir gesprochen, hast du gesagt, du denkst nicht. Genau, und dann habe ich ja auch gesagt, ich komme ja auch aus einer kleinen Klinik. Okay, eine Frage an dich. Was ist die Faliaris-Parese? Faliaris sagt man nicht, aber eine Parese ist eine Lähmung. Ich will es noch nicht auflösen, weil ich die Frage noch ein, zwei Mal stellen möchte. Ey, guck mal, wenn ich hier jemand, der euch überzeugen muss, ne? Genau, Schauspieler. Und du nimmst mich so hart ran, ich würde auf dem Parkplatz auf dich warten, Alter. Okay, okay. Hm. Also, was eine Sache mir aufgefallen ist, sie sagt immer, wir, uns und in Krankenschwestern-Ding ist ja so ein Gemeinschaftsgefühl, weißt du? Ärzte, würde ich sagen, sind ja immer vielleicht, stellt man sich jetzt vor, so ein bisschen. Die sind so hochnäsig. Ja, so ein bisschen. Die denken, die machen alles alleine. Ab wie viel Grad hat man Fieber? Ab 38,5. Nö. 38,5 ist erhöhte Temperatur, ab 40 ist es Fieber. Nein, 37,5. Ihr könnt jetzt alle googeln, 37,5. Ganz links einmal bitte. Ab wann ist erhöhte Temperatur daher? 37,5 erhöhte Temperatur. 38 Fieber. Einer lügt. Was sagst du? Es kommt auf das Alter an. Bei Kindern ist das schon ein bisschen eher. Wie er schon gesagt hat, ab 37,5 ist erhöhte Temperatur, aber noch kein Fieber. Und ab 38,5 ist, glaube ich, Fieber. Es tut auch richtig weh, so gemein zu sein und so raus. Das ist mal gemein, Alter. Aber es ist das Format so, ja? Ja, okay. Aber ich muss sagen, sie ist richtig, richtig gut. Aber ich spüre da Krankenschwester-Vibes. Ich auch. Also mein Bauchgefühl sagt, dass es sie nicht ist. Aber du machst es echt gut. Und ich habe auch diese, kennst du diese, man hat so Respekt, man will sie nicht rauswählen. Ja, ja. Darum ich drehe mich um, ich sage, du bist raus. Tut mir leid. Was sagst du, Evadio? Ja, ich sag auch. Also sie hat brutal viel Fach, sie ist eine sehr schlaue Frau. Aber ich glaube, sie ist Krankenschwester. Oder vielleicht irgendwas in die Richtung. Ja, ich würde auch sagen, also du bist extrem sympathisch, aber du bist es einfach raus. Jetzt wird es tricky, tricky, tricky. Alle drei sind top? Alle drei sind gut, ja. Rechts hatten wir gerade mit dem Steuerthema. Ja. Mitte wirkt für mich wie eine Studentin oder eine Angestellte. Also, die hat richtig viel Wissen. Weißt du denn, was ein Schulter-Impingement ist? Du hast es auf jeden Fall falsch geschrieben. Ja, ich habe es nur mal gehört. Also ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann mir bloß vorstellen, dass dein Muskel eingeklemmt ist oder so. Gut, genau das. Sie weiß es auf jeden Fall. Dann frage ich dich jetzt, was ist eine Faliaris-Parese? Sagt mir auch nichts. Wollen wir mal kurz abchecken, ob er es weiß? Danach haben wir die Frage raus. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Faliaris-Parese nicht gibt. Aber es könnte eine Facialis-Parese sein. Und das ist eine Gesichtslähmung, eine halbseitige Gesichtslähmung. Ich hatte das zweimal. Scheiße. Ja, bei der Gesichtslähmung, da wird eine Behandlung angewendet, die nennt sich Punktur. Punktion. Oder so, Punktur oder Punktion? Ich weiß, was du meinst. Kannst du mir das erklären, was es ist? Also eine Punktion ist, da stichst du irgendwo rein und nimmst was raus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das bei einer Facialis-Parese macht. Es ist schon Punktion oder... Liquorpunktion, also im Rückenmark. Ja, erklär mir die mal. Quasi, das ist eine neurologische Untersuchung. Zu schauen vielleicht, ob da irgendwas Entzündliches ist. Da beugst du dich am besten nach vorne, damit diese Räume frei werden. Und dann kannst du quasi in den Liquorraum, das ist quasi eine Flüssigkeit um deinen Rückenmark, dass das schützt auch, was abnehmen, also Flüssigkeit rausnehmen. Und das kann man untersuchen. Könnte es... Also ich glaube, mit Fachwissen kriegen wir ihn nicht. Ja, ihr müsst ehrlich in eine andere Richtung gehen. Ich habe eine Frage an die in der Mitte, Marit. Ich habe eine Frage. Ich bin jetzt im letzten Urlaub bin ich in den Seeigel getreten. Da musste was gemacht werden. Was müsste ich bei dir machen, wenn ich damit zu dir komme? Okay, das ist absolut spezifisch. Ich hatte sowas ja noch nie. Soweit ich weiß, sind Seeigel, sind die giftig? Also ich weiß es nicht, ob die giftig sind, ne? Also eigentlich müsstest du das wissen. Das ist schon so Allgemeinwissen, würde ich sagen. Ich habe ja noch nicht als Ärztin gearbeitet. Ich komme gerade von der Uni, fange dann in einer Hausarztpraxis an, ne? In den meisten Fällen sind Seeigel nicht giftig und es müssen einfach nur die Stacheln rausgenommen also werden. Also du fängst jetzt bei einer Haushaltspraxis an? In der Praxis fange ich an. Ich mache ich bin halt Assistenzärztin dann erstmal, aber ich mache eine Ausbildung zur eine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner. Hast du da schon so einen Vertrag unterschrieben? Ich habe schon den Vertrag, ja. Was verdienst du? Ich möchte nicht sagen, was mein Gehalt ist, aber ich kann grob sagen, was normal ist. Warum möchtest du nicht sagen, was dein Gehalt ist? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Wie YouTube. Doch, darf man, oder? Ja, aber man sagt immer so geil, man darf nicht sagen. Ja, Zahlen sind halt so von 4,7 bis 5, 5,1, wenn du Glück hast und gut verhandeln kannst. Brutto natürlich, ne?
Das Ding ist, ich habe mal mit einem Arzt geredet, ne, als ich mal im Krankenhaus war, und der meinte, er ist eingestiegen, ist gerade frisch und er verdient 2000, hat er nur gesagt. Krass. Ich weiß ja, was ich verdiene und ich bin auch in dem Rahmen. Schwierige Hase, ne? Schwierige Hase. Der hat auf jeden Fall auch Allgemeinwissen so. Ich denke, sie ist Studentin. Glaube ich auch. Medizinstudentin. Vielleicht hat sie Abi ein bisschen später gemacht, so mit 19 oder so. Was ist denn, wann hast du den Abschluss dann gemacht? 2015 habe ich Abi gemacht. Und welchen Abschluss hast du da? Meine Note? Meine Note war 1,6, das ist jetzt nicht so geil. Ich bin nicht zum Wintersemester reingekommen. Ich dachte tatsächlich auch, dass ich zum Sommersemester auch nicht reinkommen würde. Bin ich aber in Marburg. Also es gibt manche Unis, die bieten das auch im Sommersemester an. Aber ist es nicht so in Deutschland, also ich weiß das von ein paar Kollegen, die haben alle so einen 1-0er-Schnitt und selbst die hatten Struggles, überhaupt da reinzukommen mit 1-0. Es kommt aber auf die Uni an. Ne? Also ich kenne auch Leute, die mit 1-0 oder mit 0-9, glaube ich sogar, in Münster nicht reingekommen sind und sich reingeklagt haben. Das könnte wirklich sein, so. Aber sie hat einfach das Studium noch nicht vollendet. Sondern sie ist wirklich mit 1,6 reingekommen und sie ist vielleicht gerade im 5. Semester. Sie hat ja gesagt, sie ist gerade fertig, das heißt, das Wissen ist natürlich noch frisch. Aber vielleicht ist sie 22. Aber das kann ja auch mit ihrem Alter lügen. Ja stimmt, warte mal kurz hier, hallo, da bin ich auch gerade hier. Vielleicht ist sie 22, also könnte alles denken. Du weißt, Lügen ist haram, gell? Ja, deshalb lüge ich ja auch nicht. Boah, Argumente hier. Leuten was unterstellen ist auch haram. Also bist du Ärztin? Ich bin Ärztin, ja, alhamdulillah. Scheiße. Ja, vorne rechts müssen wir nochmal fragen. Wo waren wir da stehen geblieben? Steuernding, da hatten wir sie am Finger. Das ist dein Element, nein. Ja, aber ist ja klar, dass man als Zahnarzt einen Steuerberater hat. Ich bin ja quasi in der Assistenzzeit. Also ich würde mir die Kosten jetzt nicht machen, einen Steuerberater zu holen, wenn ich angestellt bin. Wieso? Du musst ja gefühlt nichts machen. Aber ich meine, meine Eltern arbeiten ja auch als Angestellte und haben Steuerberater. Also was zahlst du denn für deinen Steuerberater? Gute Frage. Wenn du stündlich fragst, ist auch krass. Es ist heftig. 600? Ach so, für jeden Monat hast du deine Steuererklärung für jeden Monat. Nein, du machst doch eine Steuererklärung für 2 Jahre zurück. Der Arbeitgeber führt es sowieso ab und der Rest ist ja Pipi-Kram. Die meisten Menschen machen ja nicht mal eine Steuererklärung, ja, aber, ist ja, genau. Aber sowas zu machen wäre ja total easy. Also wir fokussieren uns zu sehr auf dieses Steuerberater-Thema. Das ist das Einzige, womit wir sie haben. Also ich kann euch natürlich auch viel Fachwissen sagen. Und ja, nee, Fachwissen, das Wissen, das hast du. Das Ding ist, mit diesen Fragen kriegen wir dich nicht, weil da hast du definitiv mehr Wissen als wir alle zusammen. Bruder, ich sag, sie ist Zahnarzthelferin. Lass uns doch mal bei diesem Steuerding anknüpfen. Du meintest ja, 600 Euro zahlst du ihm, aber was hast du davon, dass du 600 Euro für ihn zahlst? Der schickt das ja alles zum Finanzamt und dann wird das beim Finanzamt ausgerechnet, wie viel ich zurückbekomme. Ob ich was ans Finanzamt zahlen muss. Ah, dass du noch was draufzahlst? Nee, nicht draufzahlen, dass ich dem was zahlen muss. Also du, entweder kriegst du Geld zurück oder du zahlst. Raus. Tut mir leid, geh aber raus. Du bist leider raus. Weil als Angestellte kannst du nicht... Nicht draufzahlen. Nee, also du würdest doch doppelt zahlen. Dein Chef würdest du abdrücken und dann nochmal privat. Ja, das geht nicht, funktioniert nicht. Wow, nicht schlecht hier, Detektiv. Nicht schlecht, Alter. Okay, dann sind wir uns einig. Ach, ja. Dann müsstest du... Sehr stark. Musst du einfach mit rausgehen, aber du hast auf jeden Fall gutes Wissen. Das Fachwissen ist krass gewesen wieder. Finale. Jetzt wird's spannend, Mann. Finale. Also mit Fachwissen kriegen wir die nicht? Nein. Nee. Die beiden sind komplett gut da drin. Das ist richtig gut. Was habt ihr denn so für Erfahrungen gemacht als Arzt? So, gab's auch mal negative Erfahrungen? Viele Patienten sind halt einfach nicht sehr hygienisch, wenn die da in die Hausarztpraxis kommen. Also das heißt, wenn man da irgendwelche Verbände aufmacht, dann stinkt es manchmal sehr. Und also die meisten Patienten sind sehr dankbar, aber manchmal kriegt man dann auch irgendwie blöde Sprüche ab, wenn man... Was zum Beispiel? Also die wollen irgendwelche Medikamente aufgeschrieben bekommen, für die es gar keine Indikation gibt und dann wirst du halt unter Umständen ein bisschen beleidigt. Ach krass. Aber hast du schon mal ein Poloch gesehen? Also hat jemand schon mal gebückt und du musst dann... Ja, genau. Hast schon mal Ding kontrolliert. Wie heißt es nochmal? Ich weiß, du meinst, in Serien sagen das immer. Wir machen ja auch Prostatakrebsvorsorge. Und hast du schon mal gebohrt wie die Zahnärztin? Gebohrt? Nee, also bohren tue ich da nicht. Ich gehe da relativ schnell wieder raus, wenn ich mein Ergebnis habe. Tika. Gehört dazu. Der Profi, Digga. Also wenn du mal vorbeischauen willst. Sagen wir mal beispielsweise, gell? Ich komm zu dir, ich sag, Herr Doktor, aua hier, aua, aua. Und du ziehst deinen Handschuh an. Was muss ich machen? Sagst du mir, Sammy, einmal über den Tisch? Also es gibt tatsächlich verschiedene Stellen. Ich mache das immer in Linksseitenlage. Das heißt, du legst dich auf die linke Seite und dann hebst du quasi die Pobacke so ein bisschen hoch und dann kannst du schön schauen, ob da irgendwelche Hämorrhoiden sind oder... Was ich mich gerade frage, dürfen das auch Frauen bei Männern machen?
Also bei uns ist das nicht so das Problem, aber ich habe auch Formulatur so ein Praktikum gemacht in der Frauenheilkunde. Und da darf man tatsächlich nicht alleine als Mann eine Frau untersuchen, weil es da dann immer rechtliche Probleme gibt. Ja, okay, komm, ihr bohrt so viel bei dem. Ja, lass nochmal hier ein bisschen reinbohren. Okay, und was war bei dir? Meine negativen Erfahrungen sind eher, dass die Patienten vielleicht nicht von mir behandelt werden wollen. Und das sind aber meistens ältere Leute. Und warum? Was war der Grund? Ja, wegen meinem Kopftuch einfach. Oha, doch rassistisch. Es kommt halt schon häufig vor, dass wenn ich meine Meinung sage und sage, was ich denke, was es sein könnte, dass ich dann ignoriert werde. Das Problem ist, er ist so authentisch. Sie ist stark, aber er ist halt stärker. Also sagen wir mal, du bist die Ärztin, ja? Mhm. Sagen wir mal, du bist es. Ja. Du musst doch begeistert sein von seiner Leistung. Ja, bist du gut. Du musst doch selber an dir zweifeln. Abo, vielleicht bin ich... Ich glaube, vieles, was sie ihn gefragt hat, das wüsste auch eine Krankenschwester. Nein, Mann. Der hat hier mit Fachbegriffen um sich geschmissen wie sonst was. Ja, also für euch sind das Fachbegriffe, das stimmt. Bei dir gab es ja schon so ein, zwei Fragen, die du nicht direkt beantworten konntest. Er konnte ja bis jetzt alles beantworten. Ja, aber er sieht auch ein bisschen aus wie ein Feuerwehrmann. Was? Können wir kurz Mikro rübergehen? Ich hätte eine Frage. Nein, Bro, der spielt Tennis. Ja, okay. Spielst du Tennis? Ja, klar. Ja. Das kann nicht sein, Alter. Bruder, ich bin's, Bruder. Mittwochnachmittags und Freitagnachmittag. Würdest du sagen, dass dein Arztleben sehr stressig ist? Also in der Praxis momentan nicht. Ich denke, im Krankenhaus wird es dann ein bisschen stressiger, ja, mit den ganzen Diensten, Nachtschichten. Als Arzt hast du dieses Gefühl, ey, guck mal, ich rette Leben? Also meistens muss man sagen, ich bin ja Allgemeinmediziner. Mhm. Wir retten jetzt nicht akut Leben, aber wir verbessern es doch. Das war auch so der Grund für dich, Arzt zu werden? Ja, auf jeden Fall. Und mein Vater ist auch Arzt, der gibt einiges an mich weiter. Dein Vater für einen Arzt? Welche Frage? Auch Hausarzt. Hat er eine eigene Praxis? Genau, da bin ich gerade. Genau, das ist der Plan. Das Problem ist, es gab bis jetzt nicht eine Frage, wo er irgendwie gestottert hat oder lange überlegen musste, weißt du? Extrasystole, FF, Blutdruck, hochnormal, FF, Bruder. Faliaresparese, FF, Bruder, alles FF. Faciales. Faciales-Parese. Ich habe ihn gefragt, was heißt Schädel auf Lateinisch? Was heißt es nochmal? Kranium. Alhamdulillah. Was ist der größte Muskel im Körper? Der große Gesäßmuskel. Okay, kannst du ihm mal das Mikrofon geben? Da bin ich mir tatsächlich das erste Mal nicht sicher. Aber der Latissimus dorsi, der ist auch ziemlich groß. Also der Nein, mein Bodybuilder-Freund. Erzähl uns. Ist nicht der Oberschenkel, nein, ist Latissimus, oder? Ich weiß gar nicht. Ich dachte auch, der Gesäßmuskel eigentlich. Okay, krass. Kannst du ihr einmal kurz das Mikrofon noch geben, bitte? Wie kannst du einen Puls messen ohne Messgeräte? Ja, du hältst einfach dran. Du hast ja hier die Schlagkarte, kannst du dranhalten. Irgendwann fühlst du ja was, wenn du es richtig hältst. Du kannst auch hier oben halten. Ja, sagen wir mal, wir halten es jetzt hier. Hey, hast du eine Uhr, lässt du 60 laufen und zählst, wie viele Herzschläge du hast. Wie lange muss ich zählen, bis wie viel? Ja, bis die 60 Sekunden um sind. Nein, das ist falsch, Bruder. Laut meinem Wissen 4 mal 15, glaube ich. Der kannst du ihn mal? Also ich würde sagen, die Antwort, beides ist richtig. Also natürlich solltest du es 60 Sekunden machen, macht natürlich keiner. Deswegen machst du 15 Sekunden und rechnest den Wert dann mal 4. Richtig, ja, so habe ich es in meinem Kopf gehabt. Aber akkurater ist natürlich, wenn du 60 Sekunden lang... Ja, ja, klar. Da hat was gebröckelt. Also Bruder, mein Vote ist safe drin. Ich bin safe bei links. Weil was soll er sonst machen? Soll das ein Schauspieler sein, der hat sich so krass informiert? Sollen wir schon wasserlich machen? Ja, Ivanio? Ich setze darauf 100 Euro. Nein, natürlich nicht. Links sagst du? Ja. Ich wette, auch seine 100 Euro setze ich auch auf ihn. Okay. Ja, das heißt, du müsstest einmal rausgehen, hast es aber auch echt stark gemacht. Das heißt, wir denken, du bist der echte Arzt. Wir lösen das Ganze noch nicht auf, sondern machen gleich die Auflösung dann. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung, Jungs. Safe. Wir drehen uns einmal um und dann sehen wir, wer der echte Arzt ist. Aber nicht, dass er mit seinen Fingern in meinem Popo rumspielt. Wenn jetzt beide sich gleichzeitig umdrehen. Oh. Jungs, ich glaube, wir haben... Oh oh. Ey, gleich Herz-Lungen-Massage, alles. Alter, ich dachte gerade schon. Ey, die haben mir Angst gemacht, die haben mir richtig Angst gemacht. Ich hab
eigentlich auch diese Hämorrhoiden. Kannst du einmal vielleicht... Aber jetzt interessiert mich, was ihr alle wirklich macht. Das interessiert mich. Deine Frage hat mich voll gekillt, ey. Was hast du vorher gemacht? Ich bin wirklich Krankenschwester. Oh! Geil. Mein Traum war es wirklich mal Medizin zu studieren, aber ich habe nur 2 Jahre 1-Abi gehabt und das hat nicht geklappt. Aber sonst bin ich Krankenschwester und arbeite tagtäglich mit den Ärzten zusammen. Krass. Ja, aber dein Fachwissen ist so gut. Ja. Wirklich. Na klar, ich bin seit 20 Jahren Krankenschwester. Boah. Krass. Respekt. Ja, aber so, das andere hat alles so gestimmt, nur dass ich keine Medizin studiert habe. Das war's. Aber ich hatte auch Angst, dass du kommst und du bist halt da gewesen. Das hat mich echt gekillt. Der stellt immer so komische, okay? Also. Man wird ein bisschen nervös. Also ich habe 3 Jahre ZFA gelernt, habe dann wirklich mein Fachabi gemacht und habe 4 Semester Zahnmedizin studiert und gehe jetzt in die Forschung. Studentin, oh. Student. Auch gut, auch gut. Dass ich hier bin, ist tatsächlich ein großer Zufall. Für Arzt, da dachte ich mir schon, Digga, das kann nur schief gehen. Aber alles gut so. War knapp. Du hast ihn wirklich, war trotzdem gut. Auf der Bahnfahrt im ICE hat mir noch per Google, ich bin ehrlich, so noch paar Sachen rausgesucht. Aber in Wahrheit habe ich, glaube ich, relativ wenig mit der Medizin zu tun. Ich habe bei Mercedes-Benz eine Ausbildung gemacht. Ja, und jetzt mache ich aber weiter Schule. Dann dank dir fürs Kommen. Bruder, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Ja, bei mir ist eigentlich so gut wie alles wahr, nur dass ich nicht Medizin studiert habe, sondern Pharmazie. Also ich bin Apothekerin. Apothekerin? Ah, krass. Deshalb dachte ich schon die ganze Zeit, hoffentlich fragen die mich nicht Anatomie, weil also ich kenne mich halt anatomiegenetisch gar nicht aus. Mit dem Gesäßmuskel wusste ich jetzt auch nur wegen Sport und so. Also. Stimmt, ich habe gerade überlegt, weil meine Mama hat ja auch das Ganze, also so. Heftig. Ja, aber trotzdem, das hätte ich gar nicht, das war echt nicht krank. Ey, auf Apotheker bin ich ja gar nicht gekommen. Das hatte ich gar nicht im Hinterkopf. Da haben wir unseren Arzt, oder wie? Ich will auf den Tisch. Bei mir stimmt tatsächlich alles. Ich bin in der Facharztausbildung zum Hausarzt. Ich arbeite in der Nähe von Bonn. Ich muss sagen, ich bin stolz auf uns. Ja, aber der war auch fit wie ein Turnschuh, Digga. Habt ihr noch irgendwas zum Erwähnen? Wollt ihr irgendwas erwähnen? Dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Was ihr Sammy noch schlagen wollt? Ich kann mich festhalten. Also ich mache auch so Aufklärungsvideos auf TikToks über so Alltagsthemen wie zum Beispiel auch Bluthochdruck. Kannst du dir auch gerne angucken. Ich habe da ein Video zu gemacht. Bisschen Aufklärung für die allgemeine Gesellschaft, die Medizin so ein bisschen näher bringen. Ich heiße auf TikTok tatsächlich der Hausarzt. Also der Punkt Hausarzt. Der Name ist geil. Geil, geil. Ja, also ich habe, als ich wusste, dass ich mitmache, spontan gedacht, ich mache einfach einen Insta-Account und mache zu Gesundheit und Hautpflege was und vor allem halt auch so zur alternative Medizin und evidenzbasierte Medizin, also in Richtung halt freiverkäufliche Sachen. Und ja, ich heiße auf Instagram pharmacist_de. Ich kann auch mein Instagram geben, da heiße ich palina.bialayev. Ja, bei mir gibt es nichts zu erwähnen. Ich habe keine Zeit für Instagram und Co. Ich habe eh wenig zu sagen, also außer mein Insta, Steven.Filmer, habe ich da nicht viel zu sagen. Dann danke euch allen fürs Mitmachen. Ja, Respekt auch an die anderen Kandidaten. Ihr habt uns echt ins Schwitzen gebracht. Ihr habt es richtig stark gemacht. Und ja, Mann. Wenn wir jetzt schon Arzt hier haben und ihr Fragen habt, könnt ihr ihm ja jetzt auch schon Fragen stellen. Ne? Geh gleich mit denen ins Hinterzimmer. Wir hatten gerade eine Frage und zwar, wir beide haben so ein bisschen Bluthochdruck. Was würdest du empfehlen? Komm, mach doch mal so eine Untersuchung bei uns. Also Bluthochdruck muss man nicht direkt Medikamente geben. Aufhören zu rauchen, aufhören Alkohol zu trinken, sich sportlich bewegen, Ausdauersport und gesunde Ernährung. Aber das alles machen wir. Was können wir trotzdem machen? Weil wir haben trotzdem Bluthochdruck. Manchmal kann das auch durch extremes Fitnessstudio ausgelöst werden. Vielleicht ein bisschen weniger. Ja, man muss echt... Genau. Vielleicht nimmst du irgendwelche Medikamente ein, die den Blutdruck steigern. Zum Beispiel Energy Drinks oder sowas auch. Ja, stimmt, Energy. Ja. Und sonst, wenn alles nichts hilft, kann man mal mit einer leichten Blutdruckmedikation beginnen. Ich habe schon seit Jahren Bauchkrämpfe, Unterleibkrämpfe. Ich denke, manchmal ich habe meine Tage so auf Ernst und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine es ernst gerade. Hast du vielleicht irgendwas, keine Ahnung? Also erstmal könnte man dir Blut abnehmen, um zu schauen, ob es irgendwas Entzündliches ist. Dann könnte man einmal mit dem Ultraschall drauf schauen, ob da irgendwas ist. Hattest du irgendwelche Operationen vorher? Gab es da irgendwelche? Ich war auch beim Arzt tatsächlich. Er wollte irgendeinen Livestream aus meinem Arsch machen. Also mit wie heißt das? Eine Darmspiegelung. Koloskopie. Ja. Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen, habe ich mir gedacht, dann lebe ich lieber mit den Schmerzen. Ich soll das Problem jetzt, ja, ich müsste dich dafür selber untersuchen mal, kannst gerne vorbeikommen. Grundsätzlich auf die Ernährung achten, dass du genug Ballaststoffe zu dir nimmst. Vor allem so Verstopfung oder sowas macht ja auch Krämpfe im Bauch. Da ist Bewegung gut, also solange es Sitzen und sowas führt auch zu Verstopfung. Und sonst schauen im Labor, ob alles in Ordnung ist. Schilddrüsenunterfunktion kann auch Darmprobleme machen. Ah, okay, krass. Ich würde gerne was sagen.
Ja, klar. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich Patienten hatte, die von mir nicht behandelt werden wollten. Und ich würde, also das kann ich natürlich nicht einschätzen. Ich habe ja auch ein PJ gemacht in der Apotheke. Und da hatte ich tatsächlich auch Kunden, die von mir nicht bedient werden wollten. Und das habe ich auch von anderen kopftuchtragenden Menschen gehört. Und ich wollte nur klarstellen, dass ich das nicht sage, dass es bei Patienten im Krankenhaus auch so ist. Aber ich nehme halt auf jeden Fall an, dass es auch so sein wird. Und ja, also nur, dass es klar ist. Safe. Das ist schade, das ist echt traurig. Aber dann haben die es gar nicht verdient, behandelt zu werden. Okay, sehr stark. Dann danke euch allen. Danke euch Jungs fürs Kommen. Danke, dass ihr sein durften. War sehr, sehr nice. Ja. Ihr wart alle zu stark. Ja, verschissen, sorry. Ey, war stabil. War echt cool. War echt stark. Ja, checkt die bitte auch aus. Alles von denen auch in der Videobeschreibung drin. Und ja, wir lagen richtig, Jungs. Wir lagen sehr richtig. Okay, dann war es gewesen mit dem Video. Freunde, denkt dran, am 6.11. kommt die krasseste Sidechains-Kollektion überhaupt raus. Auf die freue ich mich. Das ist die beste Hose, Digga. Ja, Mann. Die ist, ich will die 6-mal haben, bitte. Und die kommt auch in beige nochmal. Na! Ja, Mann. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Digga.